RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Jetzt bei RFH aktuell am Freitag. Das sind unsere Themen heute. Vom Pfleger zum Chefarzt. Der besondere Weg eines Halberstädter Arztes. Schicksalsnacht für Norman Steiger. Wie er mit Zivilcourage und Hilfsbereitschaft einem Säugling das Leben rettet. Bald ist es soweit. Der Sozialverband lädt zum dritten Vorweihnachtsmarkt ein. PS-Lotterie sparen. Scheckübergabe in der Sparkasse. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. PS-Lotterie sparen. Scheckübergabe in der Sparkasse. Auch in Halberstadt fand nun ein Treffen von vielen Vereinen statt. Durch die PS-Lotterie sparen wurden Spendengelder für die Vereine in und um Halberstadt gesammelt. 47 Vereine hatten im Zusammenhang mit der Lotterie Zuschüsse bekommen. In der Sparkasse am Domplatz in Halberstadt werden nun die Schecks überreicht. Die Vereinsvertreter treten kurz vor die versammelten Gäste und erklären, für welchen Verein sie vor Ort sind und was mit den Geldern finanziert wurde. So kaufte die Laufgruppe MSV Eintracht Halberstadt beispielsweise Karpfen für ihren Karpfenlauf. Oder der Männerchor Liederkranz Eilenstedt ließ ihre Chronik schreiben und übersetzen. Der Förderverein Kinderland Dedeleben e.V. beschaffte sich einige Roller und Dreiräder für die Kinder. Der Förderverein zwischen Hü und Bruch e.V. nutzte den Zuschuss, um die Arbeiten am Höhenzug zu fördern. Die Bienen AG der SEK Thomas Mann Dadesheim besorgte sich neue Ausrüstung, damit nicht nur 4, sondern 12 junge Menschen gleichzeitig mit den Bienen arbeiten können. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Kita Zwergenland besorgten sich einheitliche Sachen, einmal Ausrüstung für die Feuerwehr und T-Shirts für Veranstaltungen für die Kita. Bei der Lotterie zahlen die Teilnehmer 5 Euro pro Los, von welchen 4 Euro gespart werden und pro Los 25 Cent an regionale Vereine gespendet wird. Am Ende des Jahres, Anfang Dezember, wird dann das ersparte Geld ausgezahlt. Bis zum 4. November kann noch an der letzten Sonderauslosung teilgenommen werden und tolle Preise im Gesamtwert von 750.000 Euro oder ein 300.000 Euro Eigenheim gewonnen werden. Bald ist es soweit. Der Sozialverband lädt zum dritten Vorweihnachtsmarkt ein. Eine Ortsgruppe des Sozialverbandes Deutschland hat ihren Sitz in der alten Schule im Blankenburger Ortsteil Ösig. Ehrenamtliche Mitarbeiter beraten hier in allen sozialen Fragen und organisieren auch thematische und kulturelle Veranstaltungen. Dazu zählt der Vorweihnachtsmarkt. Ja, das ist unser dritter Vorweihnachtsmarkt hier in Blankenburg und der ist am 16.11. geplant von 11 bis 17 Uhr hier in der alten Schule und ja, wir freuen uns alle schon sehr darauf. Es sind 13 Stände schon zugesagt, eventuell der 14. kommt noch dazu. Müssen wir schauen. Die Vorbereitungen für den Vorweihnachtsmarkt haben bereits begonnen. Die Stände werden platziert und die Teilnehmer haben schon einige Ansichtsexemplare mitgebracht. Es sind keine Händler, es sind Menschen, die ihre Hobbys hier anbieten. Das heißt Holzspielsachen, Laubsägearbeiten, Kreatives, indem man Strickwaren anbietet, Schmuck, der angeboten wird, selbstgemachter. Wir haben den Sozialverband natürlich auch, der unseren Verband vorstellt und Informationen auslegt und auch Spenden verkauft, die dann uns zugutekommen, denn wir leben ja nun von Spenden. Ja, wir haben noch einen Bäcker aus Blankenburg, der sich auch damit gut reinbringt, denn er bäckt extra für uns kleinere Stollen und es werden Gebäck angeboten, also Tüten, denn wir dürfen nichts verkosten lassen und wir dürfen auch nichts lose verkaufen. Ich mache zusammen mit meiner Mutti Handarbeiten und bastle auch Weihnachtskarten und andere Sachen aus Papier. Unsere Hobby-Bastler und Werkler sind begeistert und ich freue mich darüber, dass es so eine schöne Runde ist.
Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier. Der Sozialverband ist auf uns aufmerksam geworden, weil wir Seife selbst herstellen und wurden darauf angesprochen, ob wir hier nicht als Aussteller mit herkommen möchten. Und es war wunderschön, es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, eine tolle Atmosphäre. Wir bringen mit selbstgekochte Seife, selbstgestreckte Socken, hübsche Dekoration zum Hinhängen, zum Hinstellen, Lampen. Bilder der vergangenen Märkte zeigen die Vielfalt der angebotenen Exemplare. Also 2016 war unser erster Markt und wir hatten wunderschönes Wetter. Selbst die Leute vom Mehrgenerationshaus kamen mit ihren Rollstühlen und auch Rollatoren hier rüber. Wir haben uns unheimlich gefreut. Es war ein richtiger Andrang und es kam plötzlich Nachmittag eine Traube rein, dass wir dachten, jetzt wird die Wand nach hinten rausgeschoben. Also es war sehr, sehr schön und es waren alle begeistert. 2017 war dann der zweite Markt. Da war es etwas unglücklich mit dem Wetter, aber gut, da kann niemand was dran ändern. Es hat geregnet, es war unfreundlich draußen. Der Markt lief zwar auch, aber eben nicht so wie der erste Markt. Und ich hoffe, dass jetzt 2019 der Wettergott ein bisschen uns beisteht und auch wieder richtig gut uns unterstützt. Natürlich haben wir auch sehr viel Werbung, die wollen wir auch gut vertreiben. Denn Blankenburg braucht einfach etwas, was wir auch anweisen können oder vorweisen können. Und gerade hier draußen, es gibt hier nichts. Ja, in der Ösig ist nichts zu kaufen und unser Markt bietet ja Sachen an, die man schon zu Weihnachten mit verschenken könnte. Die Besucher des Vorweihnachtsmarktes in der Alten Schule in der Ösig können sich jedenfalls am 16. November von 11 bis 17 Uhr schon auf eine große Auswahl schöner Dinge freuen. Und so das eine oder andere kleine Weihnachtsgeschenk erwerben. Im letzten Spiel erarbeiteten sich die Jungs des VfB Germania einen Punkt. Im nächsten Auswärtsspiel geht es zum Tabellenzweiten nach Altglienicke. Die Germanen erwartet ein schweres Spiel am Samstag, den 19.10. im Berliner Stadtteil Altglienicke. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der VfB Germania hofft auf die Unterstützung seiner Fans. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Ganz in deiner Nähe bringen wir die Zukunft zu dir nach Hause. Wir von Heu und Sack bringen euch schnelles Internet, Fernsehen und Telefon. Sanitätshaus und Orthopädietechnik Disse. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Kompressionsstrümpfe. Unsere Mitarbeiter nehmen die Maße. Sie wählen Farben, Muster und Material aus. Wenn keine Standardgrößen in Frage kommen, werden die Strümpfe nach individuellen Maßen hergestellt.
Kostenvoranschläge und Absprache mit den Krankenkassen erfolgen durch unsere Mitarbeiter. Nach erfolgreicher Anprobe und Hinweisen zu Anziehhilfen, Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie garantiert die passenden Kompressionsstrümpfe. Disse, für unsere Kunden nur das Beste. Jetzt kostengünstig in Thale baden gehen. Nutzen Sie ab sofort Ihren Heimvorteil als Einwohner im Landkreis Harz und entdecken Sie die Bodetal-Therme Thale mit dem wunderschönen einmaligen Panoramablick ins Bodetal wieder oder neu für sich. Genießen und entspannen Sie preiswert, denn Sie erhalten 30% Rabatt auf den Standard-Eintrittspreis. Ein besonderes Erlebnis, Baden, Wellness, Spa, Sauna, Natur, gepflegte Gastronomie und vieles mehr. In der herrlichen Einrichtung, direkt am Eingang zum Bodetal. Weitere Infos auf therme-bodetal.de. Vom Pfleger zum Chefarzt. Der besondere Weg eines Halberstädter Arztes. Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär ist meist nur eine Geschichte in Filmen. Doch im Amios Klinikum Halberstadt fand sie wirklich statt. Frank Edner ist ein Chefarzt, der damals seine erste Erfahrung im Krankenhaus als Hilfspfleger gesammelt hat. Also zum Arztberuf gekommen bin ich letztendlich in der Abiturzeit durch eine Stelle als DRK, damals DRK-Pfleger, heute würde man sagen Hilfspfleger. Und von da aus dann Studium in Leipzig und dann hat mich eben der Weg über einige Stationen relativ rasch wieder zurück nach Halberstadt geführt. Und dann bin ich hier Assistenzarzt, Facharzt geworden, habe nach einer weiteren Ausbildung in der Uniklinik in Magdeburg als Nephrologe dann hier den Weg zum Oberarzt gefunden und dann letztendlich zum Chefarzt seit 2014. Das ist also ein Weg, der ist mit viel Glücksmomenten versehen gewesen. Gab sicherlich einige Situationen, wo auch andere Entscheidungen möglich gewesen wären. Letztendlich die Entscheidung, Arzt zu werden, ist eigentlich durch dieses Vorpraktikum damals in der Abiturzeit gefallen. Das 40-jährige Dienstjubiläum von Frank Edner macht die Führungsebene des Klinikums in Halberstadt sehr stolz. Krankenhausdirektor Frank Kühl betont mehrfach, was für ein Aushängeschild Frank Edner damit ist. Der ärztliche Direktor Professor Dr. Klaus Begal lobte seinen langjährigen Kollegen nicht nur wegen seiner Einsatzbereitschaft und seiner fachlichen Kompetenz, sondern auch für seine Menschlichkeit im Umgang mit Patienten, Angehörigen und sämtlichen Kollegen. Frank Edner selber erachtet seinen Weg zum Chefarzt durch alle Stationen als sehr richtigen und wichtigen Schritt. Also für mich ist das eigentlich das Entscheidende, dass ich jeden dieser Positionen also für mich selber wertgeschätzt habe und damit natürlich auch diejenigen, die das heute in dieser Position ausfüllen, genauso wertschätze. Ich habe damals das als wichtigen Punkt erachtet, hier als Trägerdienst zu arbeiten, als Reinigungskraft zu arbeiten, genauso wie ich nachher wichtig gefunden habe, als Assistenzarzt zu arbeiten und dann als Facharzt. Und deswegen sehe ich die Situation also für alle beteiligten Berufe in so einem Krankenhaus als wichtig an. Das versuche ich auch meinen Assistenzärzten zu vermitteln, dass eben teilweise Krankenschwestern, mit denen Sie heute zusammenarbeiten, Krankenschwestern sind, von denen ich schon gelernt habe. Der 56-Jährige übernahm in der Vergangenheit Stück für Stück mehr Verantwortung, trat in die Fußstapfen von Vorgängern und stieg mehrfach auf. Das Lernen kam dabei trotzdem nie zu kurz. Selbst jetzt stellt er sich neuen Herausforderungen in neuen Gebieten und stagniert nicht. Für die Zukunft hat er noch einige Pläne im Amios Klinikum Halberstadt. Ich habe in den letzten Jahren jetzt den Schritt noch in die Ambulanz über das MVZ Poliklinikum. Ich denke, das ist für mich eine sehr gute Kombination, gerade in meinem Fachgebiet Nephrologie, Diabetologie, Hypertensiologie, quasi mit Patienten weiter im Kontakt zu bleiben, auch über längere Fristen in Kontakt zu bleiben. Das zweite ist die Entwicklung in der Amios-Region, dass man hier konsiliarisch an anderen Standorten mit seinem Wissen unterstützen kann. Ich denke, da habe ich noch in den nächsten Jahren einige Aufgaben. Ich hoffe mal, dass ich dann irgendwann auch dann wieder da weiterkomme.
Derzeit agiert er neben seiner eigentlichen Arbeit als Chefarzt zugleich als Mentor für drei junge Mediziner aus Mexiko. Ziel ist die Integration nicht nur fachlich, sondern auch gesellschaftlich, so Frank Kühl. Dafür ist natürlich niemand besser geeignet als Frank Edner, der sich neben seiner beruflichen Tätigkeit unter anderem als Vorsitzender des Kuratoriums Stadtkultur einbringt. Der 56-Jährige wird auch in Zukunft ganz sicher weiterhin so engagiert agieren und das natürlich im Amäus-Klinikum Halberstadt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der 19. Oktober wird ein wolkiger Samstag bei gemäßigten Temperaturen und leichten Regenschauern. Morgens wird das Wetter leicht bedeckt bei 10 bis 14 Grad. Bei 14 Grad gibt es in den Mittagsstunden gemäßigte Niederschläge. Am Abend bleibt es wolkig bei 13 bis 14 Grad. Der Himmel ist bei 13 bis 14 Grad über Nacht verhangen. Die Aussichten für den Sonntag sind bedeckt bei etwa 16 Grad. Schicksalsnacht für Norman Steiger. Wie er mit Zivilcourage und Hilfsbereitschaft einem Säugling das Leben rettet. Die Nacht zum 9. Juli wird Norman Steiger wohl nie vergessen. Denn an diesem Abend hat er das Leben eines Neugeborenen gerettet. Das wenige Stunden alte, mit Blut und Käseschmiere überdeckte Baby wurde von seiner Mutter in der Kälte ausgesetzt. Dass das Kind noch lebt, verdankt es dem instinktiven und couragierten Handeln von Norman Steiger. Ja, ich bin abends von der Arbeit nach Hause gekommen, wollte gerade bei mir ins Haus rein und habe eben einen Körper da am Boden liegen sehen. Bin darauf zugegangen und habe dabei eben einen Säugling erkannt, ein frisch geborenes. Und was genau haben Sie dann getan, als Sie das erkannt haben? Instinktiv gehandelt, erste Hilfe geleistet, indem ich den Nabelschnur abgebunden habe, mich um eine Atmung gekümmert habe und eben das Kind gewärmt. Die Körpertemperatur des Babys lag bei 29 Grad Celsius. Zudem musste das Kind wegen mehrerer Knochenbrüche behandelt werden. Mittlerweile ist sein Zustand wieder so stabil, dass der Junge in eine Reha-Klinik verlegt werden kann. Für sein verantwortungsvolles und schnelles Handeln wird Norman Steiger nun von Innenminister Holger Stallknecht und Landrat Martin Skiebe ausgezeichnet. Er erhält eine Urkunde über eine öffentliche Belobigung des Landes. Es ist ein hohes Maß an Menschlichkeit, was einfach Danke sagen gebührt. Danke, Herr Steiger, dass Sie einem Menschen das Leben gerettet haben. Und ich habe es gesagt vorhin auch, dieses junge Leben hat an einem Tag oder innerhalb von kürzester Zeit zweimal Geburtstag gehabt. Den tatsächlichen der Geburt und dann den der Rettung. Und mich würde auch mal interessieren, ob diese beiden Leben sich im Leben wieder begegnen, dass dieses Neugeborene, wenn es älter wird und begreift, weiß, da war jemand, der hat mir den zweiten Geburtstag innerhalb weniger Stunden geschenkt. Das ist ein hoher Grad an Emotionalität und von tiefer Dankbarkeit durchdrungen. Auch für die gestandenen Politiker war es kein einfacher Termin. Die Rührung über das Schicksal des Neugeborenen war ihnen durchaus anzusehen und anzuhören. Es gibt auch Dinge, die sind im Bereich des eigentlich Unvorstellbaren. Aber es gibt eben Schattenseiten des menschlichen Daseins. Und man muss sich überlegen, eine Mutter gebiert ihr Kind und legt es ab und geht. Das stimmt nachdenklich. Ich will das nicht den Stab brechen über andere Menschen, das steht mir nicht zu. Aber schön ist es sicherlich nicht. Und es gibt auch andere Varianten, Babyklappe beispielsweise, wo man in solchen Fällen sich hinwenden kann. Aber es sind Dinge, die berühren einen, weil sie eben Schattenseiten aufzeichnen, mit denen man sich auch im Leben auseinandersetzen muss. Die leibliche Mutter befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Fachklinik. Wie Norman Steiger berichtet, war sie eine Nachbarin und musste aufgrund einer Behinderung betreut werden. Gegen Ende des Monats sollen die Ermittlungen gegen sie abgeschlossen sein. Inwiefern sie schuldfähig ist, könne erst dann gesagt werden. Ihr Elektronikpartner, seit 20 Jahren erfolgreich hier an diesem Standort in Quedlinburg. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft.
die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Die Ausstellung Das Comeback. Die Sonderausstellung in Halle ist der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus. Selten oder bisher gar nicht gezeigte Werke finden im Kunstmuseum Moritzburg in Halle ihren Platz. Die Bauhausmeistermoderne können Sie ab jetzt bis zum 12. Januar besuchen. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Klassikfreunde, aufgepasst! Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie gemeinsam mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck zur Stunde der Klassik im Oktober. Freuen Sie sich im einmaligen Ambiente des Fürstlichen Marstalls auf Werke von Beethoven, Brahms und Schrecker. Die musikalische Leitung obliegt Musikdirektor Christian Fitzner. Unterstützt werden die Orchester von Matthias Kirschenreit am Klavier. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode und unter www.pkow.de. Am 19. Oktober lädt das Evangelische Jugendzentrum Haltestelle zu einem Empfang ein. Um 18 Uhr wird unter dem Namen Demokratie und Täuschung in der Ägidikirche in Quedlinburg, geleitet vom damaligen Jugenddiakon und einem der Hauptakteure der Revolution in Quedlinburg, Hans-Christoph Jeckel, zusammen mit geladenen Gästen und dem Publikum über die Umbrüche und ihre Auswirkungen auf unsere heutige Zeit geredet. Sekt und Häppchen laden zum Verweilen in den alten Kirchengemäuern ein. Begleitet wird der Abend mit Bildern von Uwe Barth, die Szenen der Demonstration zeigen. Mit tiefgründigen Fragen rund um die friedliche Revolution wird am 19. Oktober um 18 Uhr in der Ägidikirche in Quedlinburg zum Diskutieren über die damalige Zeit geladen. Am 26. Oktober um 19 Uhr eröffnet in der Blasikirche in Quedlinburg die Ausstellung Uns reicht's, Bilder des Umbruchs in Quedlinburg 1989. Dabei handelt es sich um eine Fotoausstellung mit Bildern aus der DDR. Die einen sind von einem ehemaligen SED-Mitglied und auf der anderen Seite gibt es Bilder eines der unzufriedenen Bürger als Kontrast. Die Eindrücke von Uwe Gehrig und Jürgen Meusel sollen mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Wahrnehmungen der DDR die Besucher zum Entdecken eigener Geschichten und Zusammenhänge bringen. Bis zum 23. November diesen Jahres soll die Ausstellung noch in dem Kirchengebäude Quedlinburgs bleiben. Geöffnet ist die Ausstellung dann von 10 bis 17 Uhr montags bis samstags und 12 bis 17 Uhr am Sonntag. Der Eintritt für die Ausstellung ist frei.
Eindrücke aus vergangener Zeit werden am 28. Oktober in der Blasi-Kirche in Quedlinburg gezeigt. Um 20 Uhr beginnt die Filmvorführung des Dokumentarwerks Leipzig im Herbst, das in der Zeit vom 16. Oktober bis 8. November entstand. Dabei geht es um Gespräche mit allen Mitwirkenden an der friedlichen Revolution. Der Regisseur Gerd Kroske wird an dem Abend vor Ort sein, über die Entstehung und die Produktion des Films reden und sich Fragen des Publikums stellen. Seien Sie also bei der Dokumentarfilmnacht mit Regisseur Gerd Kroske am 28. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg dabei und fangen Sie die Bilder der friedlichen Revolution gemeinsam auf. Am 29. Oktober um 20 Uhr treffen sich in der Blasi-Kirche in Quedlinburg einige Poetry Slammer aus Deutschland, um einen Wettbewerb mit Texten über die DDR, ihr Ende und die Nachlebenden zu veranstalten. Moderiert wird das Event von der Magdeburgerin Josephine von Blütenstaub. In 7 Minuten tragen die 7 Teilnehmer ihre Texte vor. Im Teilnehmerfeld befinden sich unter anderem der Wernige Röder Aaron Box, der dieses Jahr den Klopstock-Preis gewann, und Tobi Kunze, welcher nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Afrika und auf Zypern mit seinen Texten unterwegs ist. Am Ende bewertet die Moderatorin zusammen mit dem Publikum die Werke und wer gewonnen hat. Der Eintritt kostet 5 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Verpassen Sie das lyrische Event am 29. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg also nicht. Wenn das Fass überläuft, ist ein Theaterstück, das von der Theatergruppe Mitmischen entwickelt wurde. Unter der Leitung von Markus Bölling werden die Impulse der friedlichen Revolution auf das Heute übertragen. Regelmäßig haben sich die Jugendlichen über ein Jahr lang mit dem Thema der friedlichen Revolution und Eindrücken von mehreren Mitwirkenden auseinandergesetzt und das Theaterstück geschaffen. Aufgeführt wird es am 26. Oktober um 20 Uhr und am 27. Oktober um 18 Uhr in der Kirche St. Benedikti am Markt und am 30. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg. Am 31. Oktober um 20 Uhr tritt das Trio 3 in der Blasi-Kirche in Quedlinburg auf. Gemeinsam entwickelten sie ein reines Gerhard-Gundermann-Programm, um den 1998 verstorbenen Musiker zu ehren. Gerhard Gundermann trat auch in Quedlinburg auf und mit dem Konzert sollen ebenfalls alte Erinnerungen wach werden. Nach der musikalischen Unterhaltung wird der preisgekrönte Spielfilm Gundermann von Andreas Dresen gezeigt. Der Eintritt für den Abend kostet 8 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Tauchen Sie also mit Hilfe der kulturellen Beiträge am 31. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg in eine vergangene Zeit ein. Gerhard Schöne tritt am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg auf. Der berühmte Musiker war schon in der DDR ein Künstler mit einem liebevollen Blick auf die Menschen. Nach dem Umbruch 1989 setzte sich seine Popularität fort. Er veröffentlichte noch 25 weitere Alben für Jung und Alt. Der Eintritt für den Abend kostet 15 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Lauschen Sie am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg dem bekannten DDR-Musiker.